Es ist wieder Weihnachtszeit. Zu Weihnachten habe ich ja in den letzten Jahren immer so ein kleinen Spaß mit kleine Geschenke, was mit Zeichnen was zu tun hat. Ich komme aber heute nicht umhin, in dieser Weihnachtszeit mal auf dieses letzte Jahr zu gucken und die letzten Jahre eigentlich, weil das ist wohl, diese Weihnachtszeit ist ja auch letztendlich eine Zeit, wo man nochmal nachdenkt, wohin die Reise geht, warum man die Dinge macht, was passiert eigentlich in dieser Welt. Und ich kann mich auch in meiner Arbeit, kann ich mich aus den Geschehnissen in dieser Welt nicht rauskatapultieren und die Augen zumachen. Es geht eben nicht. Und es hat ja auch gerade in dem letzten großen Projekt, was ich ja auch schon hier in der Reihe schon beschrieben habe, 9/11, und in den anderen Antikriegspanoramen, die wir gemacht haben, ja immer wieder dieses ungute Gefühl, dieses Gefühl, warum dieser Krieg in der Menschheitsgeschichte immer wieder das ist, worauf wir zurückfallen, dass dieses Thema nie ein Ende findet. Und das, mir geht es jedenfalls so, ich wirklich dann auch eine Traurigkeit in mich mich überkommt, dass ich diese Ausweglosigkeit für mich selber nicht sozusagen wirklich greifen kann, weil der normale Menschenverstand und die Gespräche, die ich führe mit Menschen, die sind ja nicht so, dass man so unterschiedlicher Meinung ist, sondern im Prinzip überall sagen die Menschen, und wenn man sich unterhält, sagen, Krieg ist eigentlich die schlechteste Variante von allen Varianten, um zu einer Lösung zu kommen. Und Krieg bringt eigentlich nie eine Lösung. Ja? Ein Innehalten vielleicht, eine Konfrontation und dann eine Art Stillstand, und aus diesem Stillstand entsteht dann wieder was Neues, um dann wieder irgendwann im Krieg zu enden. Und das, was wir hier machen, ist ja vielleicht, und da komme ich nochmal auf den Sinn dieser ganzen Veranstaltung, warum machen wir das eigentlich? Warum habe ich auch so eine Lust, das zu machen? Weil ich schon glaube, dass diese Beschäftigung mit Zeichen ist ja nicht, dass wir jetzt tolle Zeichner werden. Wenn wir tolle Zeichner werden, tolle vielleicht Künstler werden und unser Lebensunterhalt damit verdienen und wirklich unser Lebensweg auch mit diesen Dingen bestreiten können, dann ist das ja toll. Aber das Eigentliche, warum ich das mache, ist, darauf hinzuweisen, und das ist eine Erfahrung, die ich selber bei mir gemacht habe und vielen Freunden und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, ist das ja gleich, dass diese Art, die Welt zu sehen oder die Möglichkeiten zu haben, zu reflektieren, einen selber eben auch Energie gibt. Das ist ja nicht nur so, dass man jetzt ein schönes Bild gemalt hat und jeder, der zeichnet, jeder, der irgendwas macht, ob Musik, ob toller Koch ist und Menschen bekocht und dann sich freut, wenn das Essen schmeckt und alle sozusagen in einer guten Stimmung sozusagen durch dieses Essen kommen, oder eben zeichnet und am nächsten Tag zu seiner Zeichnung zurückkehrt und das Erste, was er beim Aufstehen macht, kehrt erstmal sofort zum Arbeitstisch zurück und guckt, was er letzten Abend gemacht hat. Und da kennt ihr selber dieses wahnsinnige Gefühl, dass auf einmal Zeit festgehalten ist. Wenn man gestern einen Film gesehen hat oder vorgestern, ich weiß ja schon gar nicht mehr, wenn man so Fernsehen guckt, weiß man, oder Nachrichten hört, weiß man den nächsten Tag kaum noch, was man eigentlich gestern gesehen hat, weil das einfach so viel ist. Aber dieses Zeichen ist eben auch eine Möglichkeit, teilweise auch zu sich selber zu finden. Es ist ein Energiegeber, der, und jeder, der das macht, bestätigt mir das, und also ich kann es auch bestätigen, es ist ja für mich auch ein Augenblick der Ruhe, ja, der mich mit mir selber zu beschäftigen und auch Gedanken sozusagen beim Zeichnen fließen zu lassen. Und diese andere Art von Konzentration, diese fast Ziellosigkeit am Anfang, aber dann merkt man, dass das Bild selber eine Zwiesprache mit mir hält. Das kennt ihr selber, ihr fangt was an zu zeichnen und am Anfang denkt ihr noch, ihr habt eine Macht über das Bild, und dann fängt das Bild an, euch zu fordern und sagt, nein, das funktioniert noch nicht, und dann sagt ihr, wie kann ich das machen? Und auf einmal gibt es ein Zwiegespräch und ihr versinkt in eine Arbeit, die ihr selber und nur wirklich ganz selber bestimmt habt. Ihr habt gesagt, ich setze mich jetzt hin und zeichne. Ich verbringe die nächsten 2 Stunden mit Zeichnen. Ihr hättet auch euch auf den Sofa setzen können und sagen, ich habe keine Lust, ich gucke jetzt irgendwas, egal was, flimmert was an mir vorbei. Ich habe nichts dagegen, aber
dieses Selbstbewusste sozusagen wirklich konzentrieren auf eine Arbeit, die keiner von euch verlangt hat, die ihr selber macht. Gebt euch einen Raum, der euer Raum ist. Und diesen Raum zu betreten, und das kann, wie gesagt, das kann Musik sein, das kann alle Sinneswahrnehmungen, Schreiben, also alle Menschen, die ich kenne, die schreiben, schreiben nicht nur, weil sie was erzählen wollen, sondern weil es eben auch eine, ich weiß auch nicht, eine, ich wollte jetzt gerade Säuberung der eigenen Gedanken ist, aber vielleicht ist Säuberung ein zu, das Wort ist vielleicht zu inhaltslastig. Nein, es ist eine Beschäftigung sozusagen mit seinen eigenen Gedanken. Und das ist eigentlich, und jetzt gerade, wo wir diese Weihnachtszeit haben, denke ich, dass dieser Aspekt dieser Reihe, die wir hier machen, nochmal rauskommen muss. Das Zeichnen ist in diesem Fall wieder nur ein Vehikel dafür, dass es letztendlich auch ein Instrument fürs Leben ist. Und das, glaube ich, sind all diese Dinge, die unsere Sinneswahrnehmung schärfen. Ja, deswegen nehme ich auch immer das Kochen. Zu kochen ist auf alle Fälle etwas, was sehr, sehr sinnlich ist. Und wer nicht mehr kocht, dem fehlt etwas, denke ich. Weil ich koche gerne und wenn Menschen kommen und sie zu bekochen, ist für mich was ganz, ganz Tolles. Ja, überhaupt dieser Vorgang. Und dann die Spannung, ist es heute gelungen, schmeckt es den Leuten. Und die Gespräche, die beim dann da entstehen, das ist einfach eine ganz andere Stimmung, als wenn man, ich habe nichts dagegen, dass man auch mal eine Pizza bestellt, ja. Aber wenn das zum Alltag wird, dann verliert man eben einen ganz bestimmten Aspekt des Lebens. Und das will ich zum Weihnachten, glaube, auch in dieser Welt, in der wir stehen und viele, viele Antworten eben nicht haben. Wir haben viele Fragen und an die Dinge, die gerade in diesem Jahr auch wieder passieren, in den letzten Jahren passieren, die Kriege, die uns jetzt, die immer näher kommen, die stellen uns Fragen, die wir nicht beantworten können. Aber wir können nur, und das denke ich, wenn ich mir die Frage stelle, sage ich, ich kann nur bei mir selber anfangen, in meiner unmittelbaren Umgebung. Und Weihnachten ist eben das Fest der Besinnung. Also, Zeichen ist vielleicht ein ganz, ganz kleines, ist auch eine kleine Tür, durch die man gehen kann und vielleicht den einen oder anderen das ein oder andere Problem damit auch klären kann. Und wenn es nur Gedanken sind, die man neu ordnet. In diesem Sinne.